I have found a corpse of an Imperial soldier. I'll take his data slate. It could contain a recording that could shed some light on what happened here. Ja, ne? Chaos Cybot. Und das Ding macht Aua. Gib mir das da her und das da und das da. I found the body of a fallen Adeptus Astartes. What? Did you just say that there was a dead space marine down there? He must have been a member of that unlucky Imperial reconnaissance team I found. Allow me to clarify that. You only found pieces of them. So it'll be just you against something that tore apart one of the mightiest champions of the Imperium. Don't jump to conclusions just yet, Captain. It could easily be more than one creature. Das ist, der hat die gute Dame aber recht. Macht das richtig, aber? Hitzelaser, nein, das da. Der da auf der 1 macht Aua, okay. Denn wir kriegen hier nicht umsonst, gerade so ein Heilzeug. Auf welcher Taste liegt der eigentlich? Soll es auf 0 sein? Oder auf O? Ich gehe mal davon aus. 4 mal. 1, 2, 3, 4. Okay. Die Leuchten sagen wie oft. 5 können wir maximal haben. Aber auslösen, ist das eine 0 oder ein O? Ich will das jetzt nicht testen. Ja! Schmatterzeugs. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nöglings! Klein Popel. Ihr hässlichen kleinen Popel hier. Hier ist Nixe. Was bist du? Gibt's irgendwie Inventory? Jawohl. Was haben wir denn hier? Größenvergleich. Also, was ist das für eine Rüstung? Ah, Moment. Das ist eine Angriffsrüstung, wir haben eine demolische Rüstung. Mit der demolischen Rüstung haben wir diesen Raketenwerfer. Und mit der Angriffsrüstung haben wir eine andere Attacke. Steht da zufällig was für eine? Ist egal. Reflektorfeld. Das ist ein Signum. Das können wir schon mal austauschen. Moment. Da kriege ich Angriffsrüstung von. Ja, das tauschen wir auf jeden Fall bei der Schrotflinte aus. Das ist schon mal logisch. Das kann nach da. Da steht es nicht im Weg. So ist das besser als unsere Rüstung. Nein, es ist genau das Gleiche. Hat nur mehr Wert, witzigerweise. Ah, damit habe ich Granaten, damit habe ich ein Kraftfeld. Ich habe aktuell das Gefühl, dass wir das eher brauchen. Zumindest kurzzeitig. Weil ich nämlich einfach das Gefühl habe, dass wir irgendwann gleich auf den Cyborg treffen werden. Denn der ist uns nicht umsonst angekündigt worden in dem Video. Und er wird da warten, wo das Blinky-Bild-Licht ist. Daher können wir unseren kleinen Hintern drauf verwetten.
Da ist ja nix. Dann lass uns kurz aufladen, das Kraftfeld. Gewährt alle 30, gewährt 30 Sekunden lang Schadensreduktion. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, 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 nee. Dich schieben wir wieder nach da rein. Wenn wir nämlich gleich gegen den Cyborg kämpfen müssen, dann so rum. Weil Cyborg, generell Maschinen, sind empfindlich gegen Laser. Noch ein Leichnam. Team Sigma, this is Chaos Thorn speaking. Team Sigma, come in. I'm afraid Team Sigma won't be responding anytime soon. What? Who are you, and what are you doing there? Taking a stroll on the decks? By the Emperor! Mind your manners. I am an Inquisitor, and I don't tolerate... An Inquisitor? About bloody time. I thought your lot had followed Lord Klosterheim into the Dark Zone. Listen. We're under heavy attack in the control room, so I'd appreciate it if you could join us while we deliver the Emperor's will until our most triumphant death. Thorn out. Okay. New log entry. I established connection with someone from an Imperial expedition on the ship, but he is clearly confusing me with someone else. Dieser Thorn sieht aus wie ein Space Marine. Mein Problem ist gerade nur, ich habe die Rüstung, die Heraldik, nicht erkannt. Es sah fast aus, als hätte er eine Faust auf der Brustplatte. Aber für die drei Orden, wo ich Fäuste kenne, ist das die falsche Heraldik. Und das ist nicht Chaos, sondern Dark Elder. Das da gefällt mir. Plasmapistole. Was bist du? Ah, Fertigkeitspunkt. Okay, neue Stufe erreicht. Weiter. Ah, jetzt können wir dahin gehen. Okay, 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 okay. Okay, okay. So, warte mal, warte mal, warte mal. Also. Dich können wir verkaufen. Wie können wir dich verkaufen? Indem ich auf Enter drücke? Nein. Rechtsklick? Nein. Das ist ein Fertigkeitspunkt. Oh, okay, gucken wir uns aber die Fertigkeiten an. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Okay, ich sehe schon mal zwei Sachen, die ich von Inquisitorien kenne. Puritaner und Radikale. Man könnte auch sagen Konservative und Erzkonservative und Radikale. Wir haben einen Fertigkeitenpunkt. Kann ich den hier investieren? Ah, okay, okay. Das Fenster ist das da. Gut, 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 gut. Wir können machen Fernkampf, Verteidigung. Nach der Stufe 7 zu freischalten. Okay. Verteidigung. Psionischer Widerstand, Hitzewiderstand, Warp-Widerstand. Unterstützung gäbe uns... Kulatorenkapazität, das ist plus 2, also statt wir das 4, 6 Heildinger mit uns rumschleppen können. Abklingzeit minus 5%, minus 2%, plus 2, plus 2. Abklingzeit für Fertigkeiten, die Konzentrationsressourcen verwenden, also die Raketen. Und plus 5 Konzentration, plus 4 Konzentration dazu. Okay. Fernkampf. Gewährt Fernkampffähigkeiten plus 2,5% Schadensboni. Gewährt Fernkampffähigkeiten plus 5% bei Verlangsamung, Schock, Betäubung und Gefrieren des Ziels. Um 5%. Erhöht um. Gewährt 1% kritische Trefferchance Bonus bei Fernkampffertigkeiten. Ein Schadensbonus wäre nicht schlecht, ne? Wir müssen uns ja eh dahin arbeiten, Scharfschützen. Flächenschaden ist Flächenschadenfertigkeit, also die Granaten als Beispiel. Unterstützungsschaden für alle Flächenfertigkeiten, was auch immer. Unterdrücken, ne? Unterdrücken. Und erhöht Wirkung von allen Flächeneffekten. Ich gehe mal auf Fernkampf.
Erhöht Fernkampffertigkeitsschaden um 5% bei Verlangsamung. Also wenn ich verlangsamt werde. Ich mache mal Schadensbonus. So. Genau. Muss ich das irgendwo bestätigen? Nein. Das kriegen wir eigentlich als Puritaner. Was muss man einfach Puritaner oder Radikale spielen? Heilige Konklave, Heiliger Schild und Vorschriften. Okay. Ah, okay. Es gibt also nicht die Ultra-Puritaner, sondern wo es die normalen Puritaner. Also quasi die Erzkonservativen. Blutfokus. Nee, wir gehen nicht auf die Radikalen. Wir werden schon Puritaner machen, wenn es dann soweit ist. Heldentaten. Man kann Dinge freischalten. Du musst deine Feinde mindestens 250 Mal betäuben. Töte 250 Feinde mit Fernkampf. Habe ich erst so wenig getötet. Und was kriege ich dann? Belohnung. Nahkampf. Nahkampfschießen. Vorteil. Attributpunkte, Fertigkeitspunkte. Okay. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Inventar. Charakter. Inventorische Stufe. Deine Stufe steigt durch den Abschluss von Missionen, die deine Position innerhalb des Heiligen Ordens der Inquisition repräsentiert. Neue Stufen schalten neue Gegenstandstypen frei, die du während der Mission finden kannst oder die du von den Beutekisten der Endmission erhalten kannst. Du kannst dich in Kabalen mit anderen Inquisitions-, also Clans, wie auch immer man das nennen möchte. Nur für die nächste Stufe, bestimmte Stufe schalten, außerdem neue bla 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 frei. Aber noch wichtiger ist, dass jede Stufe die einen oder manchmal zwei Fertigkeitenpunkte bringt. Okay. Die komplette Liste freigeschalteter Gegenstände findest du in erweiterter Sicht. Okay. Attribute. Das ist unterschiedliche Attribute. Alle drei Hauptattribute haben 5 Meilensteine. Ja. Und nachdem du einen von ihnen erreichst, das erhältst du automatisch zusätzliche Fertigkeiten. Du kannst Attributsammlung in den Ländern verbringen. Okay. Was ist das? Perks. Perks. Warum ist das denn nicht ins Deutsche übersetzt worden? Okay, also, wir kriegen. Schwierigen Flammenwerfer kann man freischalten. Schalte Gegenstandstyp frei digitale Waffen. Gibt einen Fertigkeitenpunkt, wenn ich Stufe 3 werde. Gut. Was ist das? Kriegsführung. Bei nächster Stufe. Damage. Schadensbonus. Nahkampf. Niederreißen. Okay. Wie kriege ich das? Wie kriege ich das? Wie kriege ich das? Weiß ich nicht. Perk. Ich habe nur einen Perk. Okay, welchen Perk habe ich? Schadensbonus für jeden Kill für 5 Sekunden. Okay. Gut. Schauen wir uns das Inventar nochmal an. Also, diese Rüstung. Ich packe die, muss man da rein. Und hoffe, dass ich... Sturmangriffssprung, der bringt mich gar nichts. Dann lasse ich die Raketenwerfer. Weil hab ja nichts voll, ich kann ja keinen Sturmangriff machen, ich führe ja kein Schwert, ich führe ja Gewehr mit mir rum. So, wie kann ich diesen Schnodder jetzt aber verkaufen? Rechtsklick zum Anlegen. Steht da auch. Ach, jetzt kann ich's. Ach so, ich konnte es bloß nicht während der Mission nutzen. Gut, okay. Ziehe Gegenstand per Drag and Drop hierher, um sie zu entsorgen. Beachte, dass entsorgte Gegenstände später nicht wiederhergestellt werden können. Ja, ich will sie aber nicht entsorgen. Ich will sie ja verkaufen. Jetzt ist halt die lustige Frage, wie verkaufen? Bräuchte ich wahrscheinlich einen Händler, ne? Aber warte mal, diesen Blubber Quatsch. Doch, guck mal, ich schiebe mal die ganzen graue Kacke, schiebe ich erstmal ins Entsorgungsregal. Und den restlichen Plumperquatsch, den lassen wir da und können ihn verkaufen, weil die bringen ein bisschen mehr Kohle. Wo ich ja noch nicht weiß, wieso, weshalb, warum. Genau. Das lassen wir so. Ich habe aber anscheinend bloß die Plasma-Pistolen freigeschalten. Das heißt, ich habe noch keine im Besitz. Das ist das Protokoll. Genau.
Da fehlt noch zwei Hinweise. Da fehlt noch einer, da fehlt auch noch einer. Ich habe Hinweise übrig gelassen. Oder schiebt man die da rein? Nö, ne? Nee. Das sind die Hinweise? Oder ich finde noch welche. Okay. Dann gehen wir mal Mission Nummer 3, auch wenn wir das Level Nummer 2 sind. Müsste ja klappen. Ich trinke auch schnell einen Schluck. Okay. Wenn ich gerade so sehe, wie der Stream hinterherhinkt. Moment. Ich muss mich. Moment. Champions des Chaos töten. 3 Stück. Moment. Juckt. Hat gejuckt. Entschuldigung. Okay. Gibt's Pausemöglichkeit? Okay. It's gone again. Another wave of filth is on its way to face me in a glorious carnage. I want your help as soon as possible. Careful, Thorn. That was dangerously close to insolence. And you are definitely confusing me with someone else. You are an Inquisitor, which is enough for me right now. The whole deck is swarming with the local mongrel tribes, and they've sent their champions to rally the troops. I need you to eliminate these creatures. It will slow down the tribes. Okay. Repent! Okay. Das kriegen wir schon hin. Also eigentlich ist es ja ein Deckungsshooter, ne? So ein bisschen. Kettenschwert. So you're heading to the control room to disable the jammer. That's the plan, yes. And who is this Caius Thorn exactly? Quite a character. Otherwise I have no idea. He seems to think that I am a member of his mysterious expedition. If there is an expedition, they might be trapped in that monastery just like you. Why do you think so? I made a scan. That giant wreckage looks completely dead from here. No sign of any other void craft in the vicinity. Okay. Gehen wir da lang. Ach ja, ich hab ja. Ah, verdammt. Ich hab ja vollkommen vergessen, dass ich gar keine Granaten mehr anhabe. Okay, das ist ein Kugigator, nee, eine Nachschubkiste. Die gibt mir was? Granaten, die ich nicht mit habe, weil, Ach komm. Tschüss, Champion. I've eliminated the first tribal champion. I wonder if these mongrel tribes are the descendants of the original inhabitants. I guess I'll know more soon. Ah, okay, erhöhter Schaden. Ganz kurz ins Inventar. EZ2, das ist ein Lasergewehr oder Pistole? Laserwaffe. Wird wahrscheinlich ein Gewehr sein. Ich ersetze mal das Laserwaffe durch Laserpistole. Füge ein Kettenschwert hinzu. Geht nicht. Geht das? Ach, das ist ein breithändiges Schwert. Okay. Und wenn ich das so mache? Das geht. Kann ich die Laserpistole in die andere Hand führen? Das geht. Und das ersetzt das. Okay. Und wir ersetzen das mal kurz mit dem da. Genau. Und dann können wir nämlich, die bleibt da, wo sie ist, aber das Ding, das Hauptimplantat, schmeißen wir da Müll. Und wir bleiben mal dabei. So, können wir hier lang? Wenn ich da lang gehe. Ich bräuchte eine größere Map. Wir können auch nochmal da lang. Ich gehe nochmal kurz zurück.
Ich will einfach nochmal gucken, was in den anderen Gang ist. Ja, kann ich mit dem Granaten sind ja voll, stimmt. Lebensbalken ist auch voll. Halt, das war der, ne? Genau, noch ein weiter. Neue Rüstung wäre schön, aber ich tausche die halt nicht gegen eine Nahkampfrüstung. Das ist natürlich noch besser, ne? Merken, wenn wir gleich ein Kraftfeld brauchen bei dem Endgegner. Dann ist der grüne schon mal besser als der blaue. Gut. Grünes Zeug. Grünes Zeug. Recoil, unclean. Ah. Komm mal weg da, tap. Tap. Ah, komm schon. Geht doch. Thorn here. How are you faring, Inquisitor? Considering that I'm alone, I'd say that I'm making adequate progress. Alone? Where's the rest of your detachment? Under some smoldering wreckage. Well, that's unlucky. But that's all the more demons for us to kill. Let us rejoice in the furious challenge. Thorn out. Ja. So, jetzt gucken wir ganz kurz ins Z2. Da tauschen wir dann mal das Kettenschwert einmal durch. Nee, vergiss es. Automatikgewehr. Moment. 1,2% auf alle Widerstände, 5% Schaden gegen blutende Fälle. 1,2 auf alle Widerstände, ich muss mal darauf achten. Unterdrückungsregeneration pro Sekunde. Ne? Ah, ich habe Unterdrückungswiderstand von 39. Bringt nicht viel. Kann man vergessen eigentlich. So, pass auf, wir schmeißen das Kettenschwert hier wieder raus. Schmeißen die Pistole wieder raus und ersetzen das Ganze durch ein Autogewehr. Das macht nämlich rapapapapapap. Und die schieben wir mal kurz darüber und dann gucken wir mal ganz kurz. Grün ist besser als blau, dementsprechend ist es kackegal und Lila ist noch besser als grün. Logisch. Zack, sind wir in der 2? Wir sind in der 2. Gucken ganz kurz die Map. Wir können darüber ohne Probleme. Da gibt es einen neuen Cookie-Dingsbums. Neuer Log-Eintrag. Dies ist die dreifach gesegnete Klosterfestung-Märtyr. Kategorie A3. Forschungsschiff der Heiligen Orden, des Heiligen Ordens unter der Führung von Hochinquisitor Uther Tiberius. Wir brauchen die Hilfe von den Brüdern und Schwestern des Adeptus Mechanicus. Man befindet sich auf einer äußerst wichtigen Forschungspilgerreise vom Segmentum Pacificus zum Subsektor Siegel. Der ist, glaube ich, im Osten. Auf dem Weg zum Kaligaris-Sektor. Geriet die Mette und eine massive Warp-Anomalie und der Galafik erlitt beträchtlichen Schaden. Wir benötigen sobald wie möglich eine Notfallreparatur auf dem orbitalen Trockendocks von Kuschel Prime. Möge das mit uns sein. Das muss man gerade mal gucken, wo das ist. Gut, das haben wir.
Nach unten zu gehen lohnt sich nicht. Doch, nach unten zu gehen. Ah, pass mal auf, wir gehen erstmal oben lang. Guck mal, was da ist. Repent! Ich will halt nicht, dass wir irgendwie einen Kugigato verpassen, weißt du? Brauchen wir nicht, haben wir nämlich schon. Und da wäre jetzt ein Kugigato. Gut, dann gehen wir wieder unten rum. Ja, weil unten rum ist schöner. Wissen wir ja alle. Und dann gehen wir halt hier lang. Ich war da noch, dass da was irgendwie versteckt ist, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Wir sind schon Stufe 5? Bin ich blöd? Steht eine 5? Da steht tatsächlich 5. Level 5. Bolzenpistole. Oh Gott. Bolter. Eine Bolterpistole, Leute. Das braucht ihr nicht in Deutsch übersetzen. Bolterpistole. Aha. Jetzt habe ich alles freigeschalten. Jetzt, Moment. Level 3 haben wir freigeschalten. Die schweren Flammenwerfer. Mit Level 4 die Plasmageschütze. Plasmakanonen, Gewehr, Kanonen wahrscheinlich. Können wir gebrauchen auf jeden Fall. Und das. Hier haben wir freigeschalten. Digitalwaffen. Kriegsführungspunkt haben wir gekriegt. Was bist du? Gürtelfähigkeit, Granate etc. erhalten. 2 Ladungen. Nachschubkisten geben 1 Ladung extra. Okay. Kann man da hochscrollen? Ja, kann man sogar. Gibt es ein Maximallevel? Ja. Ach, guck mal, da wo 2 Köpfe sind, da gibt es 2 Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich bei allen Geraden, ne? Bei 10 dann auch. Ja. Okay. Oh, gibt es meine Lieblingswaffe? Ein Handwerfer? Nein, nein, nein. Ein Bolter? Ja. Entfernungspistole? Ja. Schwerbolter noch besser? Ja. Jawohl, da ist er, der Melter mit Level 14 erst. Okay, aber anscheinend kriegen wir das alles erst, wenn wir, den Level beendet haben. Ach, warte doch, hier war doch irgendwo eine Nachschubkiste, ne? War die da? Wir hatten doch irgendwo eine Nachschubkiste geöffnet mit Granaten, ne? Oder war das im letzten Level? Hat er wer aufgepasst? War am letzten Level, ne? Ja. Hier war Blut und Gedärm. Ne, da war's. Hä? Aber ich hab doch keine Granaten mehr. Gib mir doch. Och, ist doch blöd. Du bist so eine blöde Kuh. So, jetzt gehen wir nämlich hier lang und gucken, ob wir noch was finden. Die, Heretic! Da sind ja noch welche, die haben sich doch wirklich komisch bewegt. Wissen wir sie gar nicht. Jetzt tot? Jetzt tot. So, dann packen wir mal auf. Medizinische Kiste brauchen wir nicht, aber die Nachschubkiste brauchen wir. Genau, jetzt haben wir 2 Granaten. Warum haben wir die eine Granate da nicht aufsammeln dürfen? So, da ist der andere Champion. So. Komm, ich kleinen Popel.